Hallo und herzlich willkommen zum fünften Video aus meiner Reihe zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung. Heute nochmal mit den Axiomen von Kolmogorov und ein paar Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen können. Wir hatten in den letzten beiden Videos ja bereits die Axiome eingeführt und dann auch uns für etwas formaler definiertere Wahrscheinlichkeitsmaße angeschaut, wie sich die Axiome da so verhalten und warum die jeweils wichtig sind. Und heute wollte ich mal ein paar Schlussfolgerungen diskutieren, die man eben halt für, aus diesen Axiomen ziehen kann für allgemeine Wahrscheinlichkeitsräume und die einfach dann auch in der Zukunft helfen werden, wenn wir über bestimmte Sachverhalte diskutieren. Zuallererst mal möchte ich mir so einen allgemeinen Wahrscheinlichkeitsraum anschauen. Wir haben ja schon diskutiert. Wir brauchen immer so ein Omega, das ist die Menge der Elementarereignisse. So ein Groß Sigma, das ist sozusagen die Menge aller Ereignisse, die uns interessieren. Und dann eben dieses Wahrscheinlichkeitsmaß P. Und wenn man jetzt ein Ereignis hat, was ja immer eine Teilmenge von Omega ist, dann können wir das sogenannte Gegenereignis definieren. Das bezeichnen wir oft mit so einem Strich über diesem a, das meinen wir dann eben halt das mengentheoretische Minus von Omega minus a, also quasi alle Elementarereignisse, die nicht in a enthalten sind. Das bedeutet, dass wir quasi, dass wir über ein Ereignis reden, das immer dann eintritt, wenn a nicht eingetreten ist, das sogenannte Gegenereignis. Und hier ist jetzt stets der Fall gegeben, dass die Wahrscheinlichkeit für dieses Gegenereignis immer 1 minus der Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses A ist. Das kann man direkt aus den kolmogorovschen Axiomen heraus schlussfolgern und beweisen. Das wollen wir jetzt hier auch mal machen. Dazu müssen wir uns zunächst mal klar machen, dass die Mengen A und nicht A, wenn es nicht da so definiert ist, stets disjunkt sind. Das ist relativ leicht einsichtig, weil ich habe ja, disjunkt bedeutet ja, dass die beiden keine gemeinsamen Elemente haben. Und wenn ich jetzt also irgendein Elementarereignis hier drin ist, dann ist es ja gerade per Definition dieses mengentheoretischen Minus eben nicht in nicht A drin. Umgekehrt gilt natürlich auch, wenn etwas nicht hier drin, wenn etwas hier drin ist, dann ist es eben nicht da drin. Weiterhin gilt natürlich, dass die Vereinigung der beiden wieder ganz Omega ergibt. Weil ich habe ja halt irgendeine bestimmte Elementarereignisse in A und alle anderen sind ja dann in nicht A, sodass die Vereinigung wieder Omega ergibt. Und das heißt, dadurch, dass die disjunkt sind, kann ich mit dem dritten Axiom direkt schlussfolgern, dass die Wahrscheinlichkeit für diese Vereinigung hier sich ergibt als Vereinigung dieser Summe. Und weil die Vereinigung eben halt auch Omega ist, folgt mit dem zweiten Axiom, dass die Wahrscheinlichkeit für dieses Omega eben 1 ist. Und damit habe ich wurde im Zusammenhang nachgewiesen, dass diese Summe hier immer 1 ergibt. Und wenn ich jetzt noch das p von a auf die andere Seite bringe, dann habe ich eben die Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis ist 1 minus p von a. Das ist die Behauptung hier oben. Und das gilt jetzt immer in jedem gültigen Wahrscheinlichkeitsraum, unabhängig davon, was ich für ein Ereignis a habe, unabhängig davon, was ich für ein Omega habe oder was mein Wahrscheinlichkeitsmaß genau ist. Das folgt schlicht und ergreifend aus den Axiomen und gilt immer. Ein Spezialfall, den ich daraus herleiten kann, ist, dass die Wahrscheinlichkeit für das unmögliche Ereignis, für diese leere Menge hier immer 0 ist. Das folgt sofort, wenn man sich klar macht, dass Omega und diese leere Menge Gegenereignisse sind, weil hier in diesem Omega sind ja sozusagen alle Elementarereignisse drin und hier ist ja gar nichts drin. In dem Fall ist dann nämlich die Wahrscheinlichkeit für das für die leere Menge, für das unmögliche Ereignis 1 minus die Wahrscheinlichkeit von Omega. Und die ist ja nach dem kolmogorovschen Axiom 2 immer 1, sodass hier also steht 1 minus 1, das ist 0. Damit folgt die Behauptung hier sofort. Das ist ein Spezialfall von dem, was wir gerade eh schon bewiesen haben. Auch das gilt also immer und muss ich zum Beispiel nicht zusätzlich noch als Axiom, als viertes Axiom fordern, sondern das folgt einfach aus den Axiomen, die ich schon habe. Eine weitere interessante Eigenschaft, die wir uns anschauen wollen, ist die Wahrscheinlichkeit für allgemeine Vereinigungsmengen. Insbesondere, also wir haben das in dem Fall des dritten Axioms schon uns betrachtet, für den Fall,
dass ich disjunkte Mengen habe. Da ist die Vereinigung, die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung einfach additiv. Und wenn ich jetzt also nicht notwendigerweise disjunkte Mengen betrachte, a und b, dann ergibt sich die Wahrscheinlichkeit dafür nach diesem Zusammenhang, also die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung ist die Wahrscheinlichkeit von a plus der Wahrscheinlichkeit von b abzüglich der Wahrscheinlichkeit dieser Schnittmenge. Auch das kann man natürlich wieder beweisen. Dazu müssen wir uns mal ganz kurz überlegen, wie dass ich diese Vereinigungsmenge A vereinigt B darstellen kann über diesen Zusammenhang hier. Also ich kann sagen, dass die Vereinigung von A und B sich darstellen lässt als A ohne B. A ohne B ist dieser Teil hier. Also das ist sozusagen alles, was in A ist, aber nicht in B. Dazu kommt die Schnittmenge von A und B. Das ist dieser mittlere Kreis hier. Und eben halt B ohne A. Das ist dieser rechte Teil. Und die Vereinigung von all den dreien ergibt natürlich wieder A vereinigt mit B. Dann habe ich diesen blauen Teil, diesen blauen Teil und diesen blauen Teil. Das alles zusammen ist dann eben die Vereinigung A vereinigt B. Das Interessante daran ist jetzt, oder das Vorteilhafte daran ist jetzt, dass diese drei Mengen, die ich hier stehen habe, diese, diese und diese, die sind natürlich disjunkt. Das kann man hier in der Grafik schon ganz schön sehen, aber das kann man sich eben halt auch überlegen, weil hier sind ja nur die Elemente drin, die in A, aber nicht in B drin sind, während hier nur die Elemente drin sind, die in A und B drin sind. Also insbesondere kann ein Element nicht in beiden Elementmengen drin sein, ne? Und hier ist eben halt alles drin, was in B, aber nicht in A drin ist. Also auch das kann nicht mehr hier oder hier drin sein. Die müssen also disjunkt sein, diese Mengen. Und das wiederum bedeutet, dass ich das dritte Axiom anwenden kann, dass ich also sagen kann, die Wahrscheinlichkeit für diese Vereinigung hier ergibt sich als die Wahrscheinlichkeit für A ohne B plus der Wahrscheinlichkeit für die Schnittmenge plus der Wahrscheinlichkeit für B ohne A. Jetzt müssen wir uns noch zusätzlich überlegen, dass ich diese Menge A auch darstellen kann als A ohne B vereinigt mit A geschnitten B. Das ist ein ähnliches Argument wie gerade. Also wenn ich mir diese Menge A nochmal als Kreis vorstelle und dann habe ich halt einmal, habe ich halt nochmal A geschnitten B. Das ist, ich gehe nochmal eine Folie zurück. Das ist also dann sozusagen dieser Mittelteil hier und A ohne B war das hier. Wenn ich die beiden alleine vereinige, kriege ich natürlich wieder ganz A, dieses ganze A hier. Das gilt natürlich genauso für B, also auch das kann ich darstellen als B ohne A vereinigt mit A geschnitten B. Und auch die Mengen sind natürlich mit dem gleichen Argument jeweils disjunkt. Also auch hier kann ich wieder das dritte Kolmogorowsche Axiom anwenden und schreiben, die Wahrscheinlichkeit für dieses A ohne B plus die Wahrscheinlichkeit für A geschnitten B ergibt P von A. Und wenn ich das jetzt umstelle nach diesem A geschnitten A ohne B, dann gilt eben die Wahrscheinlichkeit für A ohne B ist P von A minus P von A geschnitten B. Und dazu bringe ich einfach diese Schnittmenge hier auf die andere Seite. Und das heißt, die Vereinigungsmenge kann ich eben, das hatten wir gerade ja schon hergeleitet, kann ich eben so darstellen. Die Vereinigung, die Wahrscheinlichkeit davon kann ich eben so darstellen. Und jetzt kann ich für die Wahrscheinlichkeit von A ohne B eben diesen Zusammenhang hier einsetzen, also P von A minus P von A geschnitten B. Für diesen Teil hier mache ich das genauso. Also P von B ohne A stelle ich auch wieder dar als P von B minus P von A geschnitten B. Und jetzt sieht man, habe ich dieses P von A geschnitten B, habe ich hier zweimal drin mit einem Minus und einmal mit einem Plus. Und dann hebt sich das Ganze quasi auf und dann habe ich einmal das noch über mit einem Minus. Dann bin ich also im Grunde bei der Behauptung, die Wahrscheinlichkeit für A vereinigt B ist P von A plus P von B minus P von A geschnitten B. Und der Witz an der Sache ist jetzt, wenn ich das Ganze jetzt auf disjunkte Mengen A und B anwende, dann ist diese Schnittmenge ja nun mal leer, das heißt ja gerade Disjunktheit. Und wie wir gerade schon hergeleitet haben, ist die Wahrscheinlichkeit für disjunkte Mengen immer 0. Für die Wahrscheinlichkeit für die leere Menge ist immer 0, sodass hier dann dieser Term verschwindet und dann für disjunkte Mengen wieder das dritte Kolmogorowsche Axiom hier steht. Das war es im Grunde für heute auch schon. Wir haben drei Folgerungen diskutiert, die sich direkt aus den Kolmogorowschen Axiomen ergeben, die wir also nicht noch explizit immer wieder beweisen müssen, sondern die immer dann gelten, wenn wir ein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß haben und mit denen wir in Zukunft einfach so arbeiten können. Im nächsten Video möchte ich mich mit dem interessanten Thema der bedingten Wahrscheinlichkeiten befassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder mit dabei seid.
Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kommentare habt, dann postet sie doch einfach kurz unter dem Video. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.